Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Tatort, Simpsons und Co. Serielles Erzählen in der Populärkultur von Professor Daniel Stein. Gehalten am 17. Juli 2014 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Ihnen ein bisschen von meiner Forschung berichten kann. Und ich würde sagen, wir fangen am besten gleich an, weil das ist kein serieller Vortrag. Das heißt, wir müssen das alles in einer Sitzung hinkriegen. Deswegen keine großen Worte und ich fange direkt an. Wussten Sie eigentlich schon, dass Sie Bürger einer Tatortrepublik sind? Dass Sie in einem Land leben, das jeden Sonntag einen Mord braucht? So zumindest behauptet es der Spiegel auf dem Titelblatt der Ausgabe vom 2.6.2014. Unter einer Überschrift, die im Ton einer investigativen Reportage Aufklärung über die deutsche Faszination mit dem ARD-Tatort verspricht, ist dort eine markante Fotomontage zu sehen. Sie zeigt die zurzeit wohl populärsten Ermittler und Ermittlerteams im deutschen Fernsehen. Balloff und Schenk, Thiel und Börne, Odenthal und Kopper, Bartitz und Leitmeier, Borowski und Brandt, dazu Charlotte Lindholm und Nick Chiller. Für diejenigen unter Ihnen, die sich sonntags vor der Flimmerkiste einfinden und den Tatort vielleicht schon seit ein paar Jahren oder vielleicht auch schon sogar seit Jahrzehnten verfolgen, sind dies nicht einfach nur populäre Krimi-Kommissare oder Kommissarinnen aus der Glotze. Nein, es handelt sich vielmehr um Figuren, die Sie wahrscheinlich sehr gut kennen, mit denen Sie bereits viel Fernseh- und Lebenszeit verbracht haben und denen Sie ohne größere Anstrengung bestimmte Charaktereigenschaften und Handlungsorte zuordnen können. Viele von Ihnen werden zum Beispiel wissen, dass Balloff und Schenk sich nach Abschluss eines Falles oft auf ein Bier und eine Currywurst an einem Imbissstand am Kölner Rheinufer treffen. Sie werden wissen, dass die Diskrepanz zwischen dem biertrinkenden und fahrradfahrenden St. Pauli-Fan Thiel und dem weintrinkenden Porsche-Fahrer und schnöselig brillanten Mediziner Dr. Börne den humoristischen Zündstoff für den Münsteraner Tatort liefert, oder auch, dass sich Lena Odenthal als dienstälteste Tatortkommissarin bereits seit einem Vierteljahrhundert für Recht und Ordnung in der Industriestadt Ludwigshafen einsetzt. Viele von Ihnen werden sich mit diesen Ermittlerinnen und Ermittlern verbunden fühlen, sie ja fast als vertraute Begleiter ihres Alltags wahrnehmen, ja vielleicht sogar als Menschen, mit denen sie ihre Sonntagabende verbringen und über deren Verhalten sie sich am Morgen darauf mit anderen Tatort-Zuschauern unterhalten. Vielleicht lesen Sie ja auch die Online-Besprechungen am Tag nach der Ausstrahlung auf den Portalen der Süddeutschen Zeitung, dem Spiegel, der FAZ oder auch der Bild-Zeitung. Oder Sie werden vielleicht schon während der eigentlichen Ausstrahlung aktiv, indem Sie Kommentare auf Seiten wie dem ARD-eigenen Tatort.de posten oder sogar Twitter-Nachrichten über das Gesehene in die digitale Welt schicken. Ein Trend geht nämlich zum sogenannten Recapping, der Verlängerung des Tatort in die montägliche Presseschau, die sich zunehmend nicht nur mit der ausgestrahlten Folge, sondern auch mit den begleitenden Online-Kommentaren beschäftigt. So schreibt Stine Wenzel: Montag für Montag diktiert sich der neueste Tatort von selbst in die Agenda der Medien. Die Quote wird besprochen, die Kommissare sowie Plot und Machart. Wenn Ihnen all das und vielleicht noch einiges mehr beim Anblick des Spiegel-Titelblatts durch den Kopf schießt, dann gehören Sie zu einem neuen Typ Bildungsbürger, dem fernsehschauenden Mitglied der Tatortrepublik. So ist es auch kein Zufall, dass sich die Tatortkommissare und Kommissarinnen auf dem Titelbild vor der medialen Apparatur eingefunden haben, die sie uns allsonntäglich näher bringt. Dem Fernseher, hier dargestellt durch die Rückwand eines zeitgemäßen Flatscreen-Modells, dessen Strahlkraft durch den Blauschimmer um den Bildschirm herum symbolisiert ist. Sie sehen das hier vorne am Bild, Unterrand. Dieses Bild führt uns vor Augen, was die Titelgeschichte des Spiegel vertiefen wird, dass wir uns in diesen Figuren wiederfinden, dass wir uns in ihnen und sie sich in uns widerspiegeln und dass der Tatort seit nunmehr über drei Jahrzehnten ein Integrationsmoment für eine Gesellschaft im Wandel bietet. Die Chance, sich trotz aller sozialer Unterschiede und politischer Konflikte immer wieder ritualhaft zu einer Gemeinschaft Fernsehzuschauender Bürger zu vereinen. Und zwar in dem Bewusstsein, etwas zu tun, was andere auch gerade, genau in diesem Moment auch tun. Dass jetzt alle oder fast alle Tatort schauen und dass diese kollektive Gleichzeitigkeit etwas Bedeutungsvolles, den individuellen Fernsehkonsum überschreitendes, markiert. Serienhelden sehen dich an, überschreibt Frank Kelleter seinen Beitrag über Fernsehserien in der Zeitschrift Psychologie Heute.
Er beschreibt damit genau die Kommunikationssituation des Spiegel-Titelbilds. Ich zitiere weiter aus seinem Artikel. Fernsehen ist ein besonderes Medium. Es vermittelt Formen des Eingebundenseins, die sich von denen des Bücherlesens mit seiner hochgradig individuellen Imaginationsarbeit unterscheiden. Selbst wenn man in den eigenen vier Wänden ohne Gesellschaft in die Glotze starrt, weiß man, dass Millionen Menschen zur selben Zeit das Gleiche tun. Und nicht nur das. TV-Serien vermitteln uns Geborgenheit. Die Figuren sind uns vertraut wie alte Freunde und ihre in Intervallen präsentierten Abenteuer strukturieren unseren Alltag. Dabei bemerken wir gar nicht, wie sich die Erzählmuster dieser Geschichten im Laufe der Jahre verändert haben und wir uns in ständiger Rückkopplung mit dem Medium selbst verändern. Es sind diese Erzählmuster und Veränderungen, über die ich in diesem Vortrag berichten möchte. Ich werde zeigen, dass der Tatort in einer Tradition serieller Erzählformate seit dem 19. Jahrhundert steht, die inzwischen zunehmend unseren Alltag gestalten. Ich werde Ihnen darüber hinaus einen Einblick in die Arbeit der DFG-Forschergruppe Ästhetik und Praxis populärer Serialität geben, die sich seit 2010 mit diesem Phänomen befasst. Was ich Ihnen erzählen werde, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Amerikanisten, Germanisten, Kulturanthropologen und Medienwissenschaftlern, Ergebnis zahlreicher Diskussionsrunden, Workshops, Konferenzen, Publikationen und anregender Flurgespräche, die man nicht unterschätzen sollte, die mein Verständnis vom seriellen Erzählen in der Populärkultur geprägt haben. Lassen Sie mich zunächst einige grundsätzliche Überlegungen zum seriellen Erzählen in der Populärkultur, kurz zur populären Serialität, aufstellen. Auffächern möchte ich diese Überlegungen anhand der beiden Kernbegriffe meines Vortragstitels, serielles Erzählen und Populärkultur. Denn auch wenn die meisten von Ihnen eine Vorstellung davon haben dürften, was sich hinter den Begriffen Serie und Populärkultur verbirgt, sind diese Begriffe wahrlich nicht selbsterklärend. Es lohnt sich also, etwas genauer hinzuschauen. Populärkultur, das wird sich vielleicht bis an die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückreichenden Diskussionen über die sogenannte Schund- und oder Trivialliteratur erinnern. Sollten Sie sich mit den kulturkritischen Arbeiten der Frankfurter Schule um Theodor Adorno beschäftigt haben, werden Sie womöglich an den Vorwurf der ideologischen Manipulation des Publikums durch die fließbandartig produzierten und massenmedial verbreiteten Waren der vornehmlich amerikanisch und kapitalistisch geprägten Kulturindustrie denken. Und falls Sie noch etwas enger mit den Theorien der Populärkultur vertraut sind, könnten Ihnen die Cultural Studies britischer Prägung einfallen. Denken Sie an die Arbeiten von John Fisk oder auch die Arbeiten von Stuart Hall, allem voran deren These, dass populärkulturelle Produkte ihr Publikum nicht einfach im Interesse einer wie auch immer gearteten, herrschenden, produzierenden Klasse manipulieren, sondern von Nutzern oft umgedeutet und zur Konstruktion subalterner Identitäten zweckentfremdet werden. Ich kann hier nicht weiter auf die Stärken und Schwächen dieser Ansätze eingehen, möchte aber Ihnen die Sichtweise unserer Forschergruppe, die auf diesen Ansätzen basiert, vorstellen und diese Ansätze weiterentwickelt. Also was meinen wir, wenn wir von Populärkultur sprechen? In der Einleitung zum Sammelband Populäre Serialität, Narration, Evolution, Distinktion erklärt Frank Kelleter, und hier kommt ein längeres Zitat, Populärkultur bezeichnet ein herausragendes Praxisfeld der Moderne, das mit historischen Vorläufern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Erscheinung tritt, im Folgenden zunehmend an Bedeutung gewinnt und seit dem späten 20. Jahrhundert signifikante Verschiebungen im Verhältnis kultureller Sphären bewirkt. Populärkultur, verstanden als epochales Feld kulturellen Wandels, entwickelt im Austausch mit ihren öffentlichen und wissenschaftlichen Thematisierungen ein hohes Maß an autoreferenzieller Aufmerksamkeit, also an Selbstbewusstsein. In substanzieller Hinsicht bezieht sich dieses Selbstbewusstsein auf Praktiken der Produktion, Rezeption und Wahrnehmung von ästhetischen Artefakten, die massenadressiert, dominant kommerziell ausgerichtet, arbeitsteilig hergestellt und von technologischen Kommunikationsmedien abhängig sind. Die Anfänge moderner Populärkultur sind damit auch in Abgrenzung zur Volkskultur datiert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts führen technologische Neuerungen dazu, dass Zeitungen massenhaft und billig produziert werden können. Durch den Ausbau der Infrastruktur im Zuge von Industrialisierung und Urbanisierung werden immer größere Leserzirkel immer schneller erreichbar. Immer schneller erreichbar. Serielle Unterhaltungsformate wie der Feuilleton-Roman werden dadurch nicht nur rentabel, sie begründen auch ein öffentliches Forum, in dem sich Autoren und Leser über Zustand und Zukunft ihres gesellschaftlichen Zusammenlebens austauschen und sich als Teil einer nationalen Gemeinschaft wiedererkennen können. Serien bilden Gesellschaft in diesem Sinne nicht nur einfach ab
Und sie halten ihnen ja auch nicht einfach nur einen Spiegel vor. Serien gestalten Gesellschaft und machen Kultur. Und als Serien tun sie das unter anderem auch dadurch, dass sie bestimmte Gesellschaftsentwürfe überhaupt erst erkennbar, bisweilen sogar spürbar machen. Sentimentale und melodramatische Geschichten, in denen unschuldige Opfer von skrupellosen Menschen ausgebeutet und ins Elend gestürzt werden, eignen sich hierfür besonders gut. Denn sie verleiten das Publikum dazu, sich wiederholt und intensiv mit den Schicksalen liebgewordener Figuren auseinanderzusetzen und ihnen gegenüber immer wieder neue Empathie aufzubringen. Denken Sie an die sozialkritischen Romane von Charles Dickens oder auch an Harriet Beecher Stowes Anklage gegen das System der Sklaverei an Uncle Tom's Cabin. Alles Texte, die seriell publiziert und rezipiert wurden. Diese Form der imaginären Empathieleistung ist gerade in heterogenen, modernen Gesellschaften von großer Bedeutung. In Gesellschaften, in denen Menschen unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeiten und Religionen sowie aus unterschiedlichen Regionen und sozialen Schichten kaum etwas voneinander wissen würden, wenn sie sich nicht selbst und anderen bei der Zeitungslektüre, beim Lesen von Literatur oder beim Theaterbesuch begegnen würden. Nun könnte man argumentieren, dass solche Begegnungen nicht unbedingt durch populärkulturelle serielle Erzählungen stattfinden müssen. Einzelne Werke, die sich in der sogenannten Hochkultur verorten, können solche Begegnungen ebenfalls ermöglichen. Dennoch kommt populären Serien eine ganz besondere Funktion zu. Sie bauen durch wiederholte Ansprache ein sehr intimes Verhältnis zu ihren Rezipienten auf. Sie eignen sich aufgrund ihrer seriellen Taktung besonders gut dazu, tagesaktuelle Ereignisse zu kommentieren. Und sie binden große Publika in den Erzählfluss ein. Sie machen so aus individuellen Rezipienten eine Gemeinschaft, deren Mitglieder sich als Teil des Publikums erkennen können und aus dieser Erkenntnis heraus beginnen, mit der Serie zu interagieren. Zum Beispiel dadurch, dass sie Figuren oder Handlungsverläufe mit anderen Rezipienten diskutieren, dass sie Leserbriefe an Autoren und Herausgeber schreiben, um Kritik zu äußern oder Änderungen anzumahnen. Oder sogar dadurch, dass sie eigene Fortsetzungen laufender Serien erstellen und diese mit anderen Rezipienten teilen. Ein prominentes Beispiel für diese Entwicklungen ist Eugène Sues Feuilleton-Roman Les Mystères de Paris, die Geheimnisse von Paris, der von 1842 bis 1843 in täglichen Folgen im Journal des Débats erschien und zu großen politischen Kontroversen in der französischen Öffentlichkeit führte. Ein revolutionäres Potenzial ist der Populärkultur natürlich oft abgesprochen worden, doch gerade weil Sues Roman seine Leser täglich, das heißt als schnell getaktete Serie mit offenem Ausgang erreicht, politisiert er die französische Gesellschaft. Nicht nur, dass er seine Leser immer wieder aufs Neue gegen soziale Ungerechtigkeiten und den moralischen Verfall des Adels aufbringt, er ermöglicht seinen Lesern, sich in den Fortgang der Erzählung einzuklinken. Denn ergebnisoffenes serielles Erzählen zeichnet sich durch die zeitliche Verschränkung von Produktion und Rezeption aus und es offeriert Rezipienten ein gewisses Maß an Teilhabe und Mitbestimmung. Das Äußern von Lob oder Kritik über das bereits Erzählte und das Aufstellen von Forderungen für den Fortgang der Erzählung gehören zu den Handlungsoptionen, die serielles Erzählen seinen Rezipienten anbietet. Leser oder Zuschauer werden aufgefordert, sich intensiv mit dem Serieninhalt zu identifizieren, indem sie den Konsum der Serie in ihren Alltag integrieren und sich darüber hinaus zu einer verstärkten Kommunikation über das Erzählte animieren lassen. Was der Spiegel über die Tatortrezeption schreibt, ist im Umfeld von Sues Geheimnissen von Paris in Form von Leserbriefen, Rezensionen und Zeitungsberichten bereits angelegt. Ja, sogar das Strukturprinzip des Tatort finden wir im Grundsatz bereits Mitte des 19. Jahrhunderts vor. Seinen Föderalismus in Serie, wie der Medienwissenschaftler Christian Hissenauer und die Germanisten Stefan Scherer und Claudia Stockinger seine Produktion durch die ARD-Sendeanstalten verschiedener Bundesländer bezeichnet in einem Buch, das im Herbst erscheinen wird. Denn Sues Geheimnisse von Paris liefert die Initialzündung für ein sich rasant entwickelndes, nationale Grenzen überschreitendes Genre von Geheimnisromanen, die sich über ganz Europa hinweg und bis in die USA breiten und zahlreiche Variationen von Sues Erzählstoff ausbilden. Die Geheimnisse von Berlin, die Geheimnisse von Leipzig, die Geheimnisse von London, die Geheimnisse von Rom, die Geheimnisse von Philadelphia, die Geheimnisse von New Orleans. Die Liste ist zu lang, um sie hier vollständig zitieren zu können. Was wir hier sehen, ist eine für serielles populäres Erzählen wesensbestimmende Dynamik. Eine Dynamik der Proliferation, ein im seriellen Erzählen angelegter Impuls zur Diversifikation von Bekanntem durch Nach- und Umerzählungen in neuen Kontexten.
Dieser Impuls, das sollte hier nicht unerwähnt bleiben, beschränkt sich nicht auf einzelne Gattungen oder Medien. In der Geschichte der Populärkultur haben serielle Erzählformen immer wieder neue Gattungen generiert, oftmals mit Hilfe neuer technologischer Möglichkeiten. So folgten auf den Feuilleton-Roman Groschenhefte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und nur wenig später entstand der Comicstrip in der urbanen Massenpresse der USA in den sogenannten Colored Supplements, also bunten Comicbeilagen von auflagenstarken Zeitungen. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begeisterten Film-Serials wie The Perils of Pauline in den USA und Fantomas in Frankreich das Kinopublikum und in den 1920er und 30er Jahren bildeten sich Abenteuercomics mit langen Handlungszyklen wie Hal Fosters Tarzan oder Alex Raymonds Flash Gordon heraus. Bald darauf erscheinen Comics wie Superman und Batman. Und auch die Seifenopern, die zunächst im Radio gesendet wurden und als Sitcoms ab den 1950er Jahren das Fernsehprogramm dominieren, vollziehen die gattungs- und mediengrenzen überschreitende Proliferation serieller Erzählstoffe und Formen. Wenn Sie die Ausgangsdefinition von Populärkultur, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, noch im Kopf haben, müsste Ihnen auffallen, dass darin noch kein Hinweis auf spezifisch serielle Erzählformen zu finden war. Das rührt daher, dass keineswegs jede populäre Erzählung seriell strukturiert ist und auch nicht jede Form des seriellen Erzählens automatisch als Populärkultur zu verstehen ist. Populärkultur besitzt kein Monopol auf serielle Ästhetik, schreibt Frank Helleter treffend. Variierende Wiederholung ist ein Grundelement fast jeder Art von Kreativität. Dennoch lässt sich eine historisch hohe Affinität zwischen seriellen Erzählformen und populärkulturellen Produktionsformaten feststellen. Und letztlich ist das auch nicht überraschend, denn in kapitalistischen Ökonomien sind Unterhaltungsformate, bei denen der wiederholte Konsumakt bereits in der Erzählstruktur angelegt ist, äußerst attraktiv. Hat eine Serie einmal ein Publikum in ihren Bann gezogen, ist die Nachfrage nach neuen Folgen so lange garantiert, wie es ihr gelingt, Leser- oder Zuschauerwünsche zu befriedigen. Weil sich Produktion und Rezeption überlappen, können Serien sich im Laufe ihrer Geschichte immer besser auf diese Wünsche einstellen. Sie unterziehen sich einem permanenten Optimierungsprozess, der neben den genannten Vorteilen allerdings auch einige narrative Herausforderungen mit sich bringt. Denn je länger eine Serie läuft, desto spezifischer werden meist die Ansprüche, die von Seiten ihrer Rezipienten an sie herangetragen werden. Und je größer die Zahl der Rezipienten wird, desto heterogener und damit auch schwerer umsetzbar werden diese Forderungen in der Regel. Nicht zuletzt aus diesem Grund bleibt es selten bei einer populären Serie. Wie bereits erwähnt, folgen auf Sues Geheimnisse von Paris dutzende Geheimnisromane, die spannende Variationen für neue Leser anbieten. Eine ähnliche, aber weitaus umfassendere Entwicklung finden wir in den späten 1930er und dann den 1940er Jahren vor, wo auf die erfolgreiche Comicserie Superman innerhalb von wenigen Jahren hunderte neue Serienhelden mit eigenen Geschichten entstehen. Würde man heute versuchen, eine Übersicht über alle Comichelden und alle seit 1938 erschienenen Serien zu erstellen, geschweige denn all diese Comics zu lesen, würde man schnell einsehen, dass ein Forscherleben dafür viel zu kurz wäre. Doch wer sich mit Superhelden-Comics etwas auskennt, wird wissen, dass eine ganze Horde belesener und engagierter Comicfans und Comicforscher seit nunmehr über 60 Jahren damit beschäftigt ist, Comics aller Art zu dokumentieren, zu diskutieren und zu evaluieren. Solche Fanaktivitäten, ursprünglich in Printpublikationen, heute oft online, sind keinesfalls nur eine Begleiterscheinung oder lästige Störung im Produktionsprozess. Sie sind ein fester Bestandteil populärer Serien und sie können zur Entstehung ganzer Fankulturen führen. Denn Serien müssen, um kommerziell erfolgreich zu sein, mit jeder neuen Folge um die Gunst des Publikums werben. Was sich nicht verkauft, wird abgesetzt oder eingestellt, ganz gleich, ob es die Handlung zulässt. Serien müssen sich demnach immer wieder neu autorisieren. Sie müssen vor dem Hintergrund des bereits Erzählten die Erwartungen ihrer Rezipienten erfüllen und sie dabei gleichzeitig überraschen, um Langeweile zu vermeiden. Sie müssen alte Leser oder Zuschauer, und alte Leser heißt Leser, die der Serie schon lange folgen, bei der Stange halten und neue Publika für sich begeistern, oft über Generationen hinweg, wie wir es im Fall von Superhelden-Comics, aber auch beim Tatort beobachten können. Populäre Serien tun dies unter anderem dadurch, dass sie immer wieder Medienwechsel vollziehen. Sie können Batman zum Beispiel heute als Comic lesen, im Fernsehen als Zeichentrickserie verfolgen, als Blockbuster im Kino bestaunen und in verschiedenen Versionen als Computerspiel spielen. Und was noch wichtiger ist, sie können es sich kaum leisten, nur eine mediale Variante dieser Serienfigur zu verfolgen.
denn alle Varianten stehen in einer komplexen Beziehung zueinander und sind sich dieser Tatsache in der Regel auch bewusst. Oft nutzen sie dieses Bewusstsein sogar, um ihre eigene Position innerhalb der Geschichte einer Serienfigur zu reflektieren. Und das macht für viele dann auch den eigentlichen Spaß am Serienkonsum aus. Es ist die Fähigkeit, Referenzen auf die Figur in anderen Medien zu dekodieren oder parodistische Verweise auf etablierte Erzählstrukturen oder Gattungskonventionen als solche zu erkennen, die den Serienkonsum so spannend macht und informierten Konsumenten Expertenstatus verleiht. Um all dies erfolgreich bewirken zu können, müssen Serien ihre Rezeption ernst nehmen. Sich abzuschotten und das einmal vorgefertigte Programm einfach abzuspulen, funktioniert nur selten. In der Serialitätsforschung spricht man daher von aktiven Publika, deren Serienvergnügen aus den Interaktionsmöglichkeiten und dem Spaß am Mitmachen entsteht, den populäre Erzählungen anbieten. Der amerikanische Medienwissenschaftler Henry Jenkins beschreibt diese Interaktionsmöglichkeiten als Kultur der Teilhabe, die kulturindustrielle Akteure und Rezipienten im gemeinsamen Austausch über die Geschichte und Fortgang einer Serie bringt. Die deutschen Medienforscher Udo Göttlich und Annika Neumann sprechen sogar von Fernsehserien als Lebensmittel, eine Bezeichnung, die mehr als eine Metapher ist, denn Serien sind im doppelten Sinn Lebensmittel. Sie sind Konsumgüter, die uns geistig und emotional nähren, aber sie vermitteln uns auch das Gefühl, mit anderen zusammen am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die nun folgende Erkenntnis mag banal anmuten, aber sie ist so grundlegend, dass man sie nicht oft genug wiederholen kann. Serien sind Fortsetzungsgeschichten. Wir haben es bei Serien eben nicht mit abgeschlossenen Werken zu tun, sondern mit laufenden Erzählungen, deren Ende noch nicht feststeht. Natürlich gibt es Romane oder TV-Mehrteiler, die bereits fertiggestellt sind, bevor der erste Teil gedruckt oder gesendet wird. Bei den heutigen Zeitungsromanen, wenn mal welche erscheinen, ist das meist so, dass der Roman schon fertig ist und dann einfach nur Stück für Stück gedruckt wird. Auch diese Formate sind Serien, aber ihre Serialität beschränkt sich auf die nachträgliche Stückelung eines Gesamtwerks in Einzelteile, die in ihrem Handlungsverlauf die Erwartungen des Publikums zwar zu antizipieren versuchen kann, sich letztlich aber doch durch eine in sich geschlossene Werkästhetik anstatt einer interaktiven Serienästhetik auszeichnet. Aus kulturhistorischer Sicht aufschlussreicher und vielleicht auch spannender sind ergebnisoffene Serien, also Serien, die ihre Erzählfäden über eine längere Zeitspanne und in konstanter Rückkopplung mit ihrer Rezeption spinnen. Beispiele für diesen Typ des seriellen Erzählens gibt es viele. Einige habe ich bereits genannt, Feuilleton-Romane wie Süß, Geheimnisse von Paris oder Superhelden-Comics wie Superman und Batman. Weitere Beispiele sind die Science-Fiction-Heftserie Perry Rhodan, läuft schon seit den 60er Jahren, Seifenopern wie Die Lindenstraße oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Sitcoms wie Two and a Half Men, King of Queens, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, die Liste ließe sich fast beliebig lang fortführen. Der Wesensunterschied zwischen Werkästhetik und Serienästhetik ist immens. Ergebnisoffene serielle Erzählungen müssen etwas bereits Begonnenes weiterführen und auf ein im Moment der laufenden Erzählung noch nicht festgelegtes Ende hinarbeiten. Viele Serien, vor allem die Daily Soaps, erzählen sogar ins Unendliche hinaus. Ohne am Gesamtgerüst der Handlung zu rütteln, führen sie so lange neue Figuren und Konflikte ein, bis sich kein ausreichend großes Publikum mehr für das Erzählte begeistern lässt. Dazu nutzen sie eine narrative Spannung, die Umberto Eco als Seriendialektik von Wiederholung und Variation bezeichnet und die Frank Kelleher als die beiden Grundimpulse des Erzählens, die Befriedigung eines Abschlusses und der Reiz der Erneuerung identifiziert. Es geht also darum, die richtige Mischung aus Erwartung und Überraschung, aus routinierter Gewohnheit und spannender Innovation, aus Verlässlichkeit und Veränderung zu finden und das nicht nur einmal, sondern für jede Folge wieder neu. So kann man den Tatort, um wieder auf dieses Beispiel zurückzukommen, durchaus auf eine sich mehr oder weniger regelmäßig wiederholende Formel herunterbrechen. Ein Mord, Ermittler, Rätselraten, ein paar Irrläufer, dann aber garantiert die Auflösung, wie es in dem bereits erwähnten Spiegelartikel von Alexander Kühn heißt. Doch diese Formel allein macht den Reiz des Tatort nicht aus. Es ist die Mischung, die Seriendialektik von Wiederholung und Variation, die den verantwortlichen Drehbuchschreibern, Filmemachern, Schauspielern und Fernsehintendanten gelingen muss. Dabei kommt dem Tatort zugute, dass ihm ein gewisses Maß an Variation bereits durch den Föderalismus seiner Schauplätze, Ermittlerteams und Sendeanstalten vorgegeben ist. Tatsächlich bietet dieses Format allerlei Identifikations- und Angriffspunkte für die Zuschauer. Wer den Konstanzer Tatort nicht mag, wird vielleicht am Bremer Tatort gefallen finden oder umgekehrt.
Und wem der Hamburger Tatort mit Mehmet Kurtulus als Cenk Batu zu actionreich war, konnte darauf hoffen, bald mal wieder über Thiel und Börne lachen zu dürfen. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass der Tatort eine Sonderform des populären seriellen Erzählens verkörpert. Wie Christian Hissnauer, Stefan Scherer und Claudia Stockinger argumentieren, handelt es sich beim Tatort um eine Mischung aus Reihe und Serie. Eine Reihe, weil er abgeschlossene Filme mit verschiedenen Ermittlerteams und Handlungsorten innerhalb eines gemeinsamen, durch Vor- und Abspann musikalisch und ikonografisch markierten Formats bündelt. Eine Serie, weil er einzelne Ermittlerteams Folge um Folge in neue Fälle entwickelt und somit innerhalb einzelner Sendeanstalten Figurenkonstanz aufweist. Die englischsprachige Forschung macht eine ähnliche Unterscheidung zwischen Series und Serial. Eine Series erzählt in abgeschlossenen Episoden. Bei jeder neuen Folge wird die Handlung auf einen ewig gleichbleibenden Grundzustand zurückgesetzt. Die Series hat kein Gedächtnis. Was am Vortag oder in der letzten Woche passiert ist, hat keinen Einfluss auf den Fortgang der Handlung. Erlebtes wird von den Figuren nicht erinnert. Viele amerikanische Sitcoms folgen diesem Grundprinzip. Deutsche Fernsehkrimis wie Der Alte, Ein Fall für zwei oder Soko 5113 tun dies in der Regel ebenfalls. Man muss allerdings wissen, dass die Unterscheidung zwischen Series und Serial eine idealtypische ist. Oft treffen wir auf Mischformen, bei denen sich Episodenstrukturen mit längeren Handlungssträngen verknüpfen und die, je nach Grad der Mischung, eher zum episodenhaften oder zum episodenübergreifenden Erzählen neigen. In der Sitcom Two and a Half Men ist und bleibt Charlie der glücksverwöhnte Playboy, sein Bruder Alan dagegen der glücklose Trottel. Doch diese Grundsituation wird mit wechselnden Liebschaften der Brüder kombiniert, deren Verlauf sich über mehrere Episoden hinziehen kann. Darüber hinaus ist die Serie mit einem episodenübergreifenden Element ausgestattet. Alans Sohn Jake wird vom kleinen Jungen zunächst zum Teenager und dann zum Erwachsenen. Hier ist es das biologische Altern des Schauspielers, das der Serie ein Langzeitgedächtnis garantiert und Zuschauer an die Lebenszeit erinnert, die sie selbst bereits mit dieser Serie verbracht haben. Als Serials, in Abgrenzung zu den gerade beschriebenen Series, bezeichnet man Serien, deren Handlungsstränge sich über mehrere Episoden und manchmal auch über mehrere Staffeln hinweg ausdehnen. Sogenannte amerikanische Qualitätsserien wie The Sopranos, Sex and the City, The Wire, Mad Men, Breaking Bad, Homeland, House of Cards oder Game of Thrones verkörpern das Prinzip des Serial besonders eindringlich. Der Fernsehwissenschaftler Jason Mattel hat für diese Serials den Begriff der narrativen Komplexität geprägt. Narrative Komplexität erwächst vor allem aus der Tatsache, dass Figuren, Entwicklungen und Handlungsverläufe nicht mit jeder neuen Folge auf Null gestellt werden. Also aus der Tatsache, dass alles bereits Geschehene den Figuren und den Zuschauern präsent bleibt. Dass alles bereits Erzählte Einfluss auf die Zukunft der Serie hat. Denken Sie an Tony Soprano aus der HBO-Serie The Sopranos von 1999 bis 2007. Hier wird über 8,5 Jahre, insgesamt 86 Folgen und eine Gesamtlaufzeit von 80 Stunden hinweg eine Serienfigur gezeichnet, die wir in einer Fülle von Konfliktsituationen privater und geschäftlicher Natur kennenlernen. Und wer es nicht weiß, Tony Soprano ist Mafia-Boss von Beruf. Dabei ist diese Figur und letztlich das komplette Figurenensemble der Serie von Beginn an darauf angelegt, Episoden- und staffelübergreifend an Vielschichtigkeit zu gewinnen. Tonys regelmäßige Therapiesitzungen bei der Psychiaterin Dr. Melfi sind dabei nur ein erzählerischer Kniff, mit dem diese Vielschichtigkeit sukzessive konstruiert wird. Weitere Kniffe sind, und ich kann hier nur ein paar nennen, die innovative Kombination aus Mafia-Drama und Familienserie, die Tony als Mörder ebenso wie als Ehemann und Vater zeigt, schwelende Konflikte in Tonys Mafia-Clan oder zwischen konkurrierenden Clans, deren Lösung sich über das Ende einer Staffel hinausziehen kann und die Zuschauer dazu verdammt, monatelang auf die Wiederaufnahme des Erzählfadens zu warten über die Sommerpause. Und eine komplexe Verweisstruktur innerhalb der eigenen Seriengeschichte, die von Zuschauern verlangt, sich auch noch in der letzten Staffel an Begebenheiten aus der ersten Staffel zu erinnern, was dann 8,5 Jahre zurückliegen kann, ein sehr langer Zeitraum. In Anbetracht der narrativen Komplexität solcher Serien hat sich in der Fernsehforschung der Begriff der Rewatchability, der Wiedersehbarkeit, Wiederanschaubarkeit, ich weiß nicht, wie man es am besten übersetzt, etabliert. Um eine komplex erzählende Serie adäquat deuten zu können, reicht das einmalige Schauen der Folgen nicht aus. Man muss alles bereits Erzählte im Gedächtnis haben, um versteckte Anspielungen und relevante Hinweise auf die möglichen Konsequenzen neuer Handlungsentwicklungen zu entziffern. Die Praxis der Rewatchability und des Rewatching ist erst durch Aufnahmetechniken wie VHS und DVD und inzwischen vor allem durch das Internet möglich geworden.
Nur wenn ich mir ältere Folgen genau dann noch einmal anschauen kann, wenn eine neue Folge das notwendig macht und nicht erst dann, wenn ich zufällig eine Wiederholung im Fernsehen finde, das war das alte Syndication-Prinzip in den USA, sind Querverweise in die Vergangenheit einer Serie sinnvoll. Nur dann lassen sich alte Handlungsstränge wieder aufgreifen und neue Entwicklungen vor dem Hintergrund der kompletten Seriengeschichte verfolgen. Der Medienwissenschaftler Andreas Jansutmann spricht mit Blick auf komplex erzählende Serien von einer Logik der seriellen Überbietung, die sich auf allen narrativen Ebenen einer Serie sowie in der Konkurrenz von Serien untereinander vorfinden lässt. Weil Serien sich immer auch selbst rezipieren, weil sie also über ihre eigene Seriengeschichte nachdenken müssen, um die Mischung aus Wiederholung und Innovation immer wieder erfolgreich herstellen zu können, neigen sie zwangsläufig zu einer Dynamik der Überbietung. Sie führen neue Charaktere ein und vergrößern damit ihr Figurenensemble. Sie entwickeln Parallelhandlungen, sie experimentieren immer wieder und immer wieder aufs Neue mit innovativen Erzähltechniken. Für Jansutmann gleichen experimentierfreudige Serien wie Lost oder auch Dexter narrativen Versuchslaboren. Sie wollen sich immer wieder selbst und auch gegenseitig übertrumpfen und müssen das auch tun, wenn sie kommerziell erfolgreich sein wollen. So treibt Lost ihre serieninternen Verweisstrukturen dadurch auf die Spitze, dass sie nicht nur zahlreiche Vor- und Rückblenden verwendet, ohne diese als solche zu markieren, sie führt zusätzlich gänzlich neue Zeitebenen ein, die sogenannten Flash Sideways, also Wechsel in eine alternative Realität. Als Zuschauer weiß man oft nicht, wo genau das gerade Gesehene im chronologischen Ablauf der noch zu entschlüsselnden Handlung und Gesamtgeschichte einzuordnen ist. Es ist diese Unsicherheit über den ontologischen Status des Erzählten, die eine Serie wie Lost für ihre Zuschauer interessant macht und zu immensen Analyse- und Interpretationsleistungen animiert. Wenn Jason Mitell von der narrativen Komplexität amerikanischer Qualitätsserien spricht, bezieht er sich neben den bereits skizzierten Erzählverfahren auch auf ihre operationale Ästhetik. Eine Ästhetik, bei der sich die Rezipienten nicht nur für Inhalte, sondern auch für die Machart einer Serie interessieren. Mitell merkt an: Wir wollen erfahren, welche Narrativen, und wir sind die Zuschauer, wir wollen erfahren, welche narrativen Mechanismen zum Einsatz kommen. Ein wichtiger Teil des Zuschauervergnügens besteht darin, narrative Verfahren zu rekonstruieren. Man schaut diese Sendungen, um dem Getriebe seriellen Geschichtenerzählens bei der Arbeit zuzusehen und über die Fähigkeit zu staunen, mit der solche narrativen Feuerwerke entfacht werden. Die Frage vieler Zuschauer lautet damit nicht einfach nur: Was wird passieren, sondern wie ist diese Serie oder Folge gemacht? Mit welchen erzählerischen und technischen oder technologischen Mitteln erzielen sie ihre Effekte? Das bedeutet konkret: Das Fernsehpublikum beschränkt sich in seinem Rezeptionsverhalten nicht mehr darauf, beim sonntäglichen Krimischauen mit den Ermittlerteams zu rätseln, wer denn der Mörder gewesen sein mag. Es ist längst dazu übergegangen, auch über die Machart eines jeden Tatort, das heißt über die Qualität des Drehbuchs, über schauspielerische Leistungen und über Inszenierungstechniken nachzudenken. Diese Art des Nachdenkens ist für viele zum festen Bestandteil des Krimi-Erlebnisses geworden. Es ist etwas, das die meisten von uns tun, wenn auch vielleicht mit unterschiedlicher Intensität und auch mal mehr oder weniger bewusst. Wenn wir einen Bremer Tatort zu konstruiert oder nicht ausgeklügelt genug, einen Kölner Tatort zu angestrengt, sozialkritisch oder thematisch zu belanglos oder die Bildästhetik eines Stuttgarter Tatorts zu düster finden. Auch wenn er aufgrund seiner Episodenstruktur nicht mit der narrativen Komplexität amerikanischer Qualitätsserien mithalten kann, offeriert der Tatort seinen Zuschauern durchaus die Möglichkeit des aktiven Miträtselns und analytischen Schauens. Viele Zuschauer mutieren zumindest für die Dauer der Sendung zu Couch-Kommissaren, wie es der Spiegel nennt. Das sind nicht mehr die Couch-Potatoes, sondern die Couch-Kommissare. Das ist schon eine Stufe aktiver. Die wachsende Zahl an Online-Kommentaren während und nach der Ausstrahlung neuer Folgen lässt zudem ein zunehmendes Interesse an der operationalen Ästhetik, also der Machart der Filme, erkennen. Allerdings unterscheidet sich die Tatortrezeption von der Art des forensischen Phantoms, die Jason Mitell in der engmaschigen Interaktion zwischen den Machern von Lost und den umtriebigen Fans der Serie sieht. Diese Fans von Lost analysierten jede neue Folge akribisch und versuchten auf diese Weise Handlungsentwicklungen zu antizipieren. Sie stellten ihre gesammelten Erkenntnisse auf eigens dafür geschaffene Wikis und Fanforen zur Diskussion und forderten die Serienproduzenten damit zu immer gewagteren erzählerischen Experimenten auf. Aufgrund der viel stärkeren Episodenhaftigkeit des Tatorts sind solch hochgradig interaktive Fanaktivitäten weniger ausgeprägt. Und auch das Selbstverständnis der verantwortlichen Fernsehredakteure unterscheidet sich offenbar von dem amerikanischer TV-Produzenten. So scheint es angebracht, mit Blick auf den Tatort
von einer eher bildungskulturell geprägten Werkästhetik oder Reihenästhetik zu sprechen, die sich von der auf publikumswirksame Interaktivität angelegten Serienästhetik amerikanischer Produktionen entscheidet, wohl auch, um sich im Spannungsfeld zwischen Marktanpassung und öffentlich-rechtlichem Bildungsauftrag auf Seiten tradierter Kulturvorstellungen zu verordnen. Vielleicht ist all das auch ein Grund für ein Phänomen, das die Süddeutsche Zeitung als ein allsonntägliches Fest der hämisch schlechten Laune beschreibt. Twitter-Nachrichten, die sich mit beißenden Kommentaren über den Tatort echauffieren oder mit möglichst witzigen Bemerkungen Aufmerksamkeit erhaschen wollen. Ich zitiere einige Beispiele zum Münchner Tatort am Ende des Flurs vom 4.5.2014, den einige von Ihnen vielleicht gesehen haben. So schreibt die Twitter-Kommentatorin Die Mutti: Welche Rolle sollen wir der Mörderin geben? Wie wäre es mit einer Psycholesben-Apothekerin? Oh ja, so machen wir es. Eine Twitter-Kommentatorin namens Ned Mone schreibt: Also Tatort, einen Cliffhanger damit einzubauen ist Mist. Wie lange soll der Zuschauer denn jetzt auf Aufklärung warten? Und ein Tweet von Patricia Driese sagt: Genervt vom Tatort Cliffhanger, überlebt der Franz oder nicht? Auf bild.de gibt es die Auflösung. Zielscheibe des ersten Twitter-Kommentars von Die Mutti ist die klischeehafte Charakterisierung der Täterin. Also hier äußert sich der Vorwurf eines nicht ausreichend komplexen Drehbuchs. Der zweite Kommentar von Ned Mone bezieht sich auf das erzählerische Mittel des Cliffhangers, dem Abbrechen der Handlung im Moment der höchsten Spannung und der Vertröstung auf eine Auflösung in der nächsten Folge. Besagt der Münchner Tatort lässt die Zuschauer in Ungewissheit über das Schicksal von Kommissar Leitmeier. Er wird am Ende der Folge durch einen Messerstich schwer verletzt und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Es scheint, als ob dieser Tatort überraschend mutig geworden wäre, als ob er versuchen würde, sein Episodenformat in Frage zu stellen und die narrativen Möglichkeiten ergebnisoffener Erzählungen auszutesten. Doch wie der Tweet der Bildreporterin Patricia Driese verdeutlicht, gab der Bayerische Rundfunk postwendend Entwarnung. Der Franz wird wieder genesen und nicht nur das, nur recht wenig soll beim nächsten Fall auf diese Attacke hinweisen. Das heißt, sie soll nicht oder zumindest nicht zwingend ein integraler Teil der Seriengeschichte werden. Und damit unterscheidet er sich von amerikanischen Serials. Dabei gibt es bereits erste Bestrebungen, zumindest einzelne Tatorte narrativ komplexer zu gestalten. Ich denke hier an den Dortmunder Tatort, bei dem Kommissar Peter Faber über mehrere Folgen hinweg versucht, den vor Beginn der Handlung stattgefundenen Mord an seiner Frau neben seinen eigentlichen Fällen aufzuklären. Durch Rückblenden greift dieser Tatort immer wieder in seine noch nicht erzählte Vorgeschichte zurück und liefert dabei gleichzeitig ein psychologisches Porträt seiner Hauptfigur und ein Porträt, das immer komplexer wird. Ob sich dieser Ansatz durchsetzen wird, bleibt abzuwarten und hat wahrscheinlich viel mit den Quoten zu tun, die dieser Tatort einfährt. Bereits jetzt schon feststellen lässt sich, dass der Versuch episodenübergreifender Handlungsstränge auf den Einfluss amerikanischer Qualitätsserien sich darauf zurückverfolgen lässt, wie Stefan Scherer argumentiert hat. Dass selbst der Tatort, der oft als typisch und spezifisch deutsches Fernsehformat bezeichnet wird, nicht vor dem Einfluss des amerikanischen Quality-TV gefeit ist, macht deutlich, dass populäre Serien es gar nicht vermeiden können, sich auf verändernde Medienlandschaften und ein Publikum einzustellen, das sich zunehmend an globalen Rezeptionspraxen orientiert. Mit dieser Beobachtung komme ich zum Schluss meiner Ausführungen. Ich möchte Ihnen in den letzten Minuten dieses Vortrags erläutern, warum wir die Arbeit in unserer Forschergruppe als Serialitätsforschung und nicht als Serienforschung beschreiben und welche Überlegungen sich hinter dieser Unterscheidung verbergen. Natürlich haben wir es uns zunächst zur Aufgabe gemacht, populäre Serien auf ihre besonderen Erzählformen und Verfahren hin zu untersuchen, also herauszufinden, was populäre Serien sind. Aber so unsere Erkenntnis, das reicht bei weitem noch nicht aus. Denn wenn wir verstehen wollen, warum und mit welchen Folgen sich moderne Mediengesellschaften industriell hergestellte serielle Geschichten erzählen, dann müssen wir fragen, was populäre Serien tun, welche Handlungsmacht sie entwickeln. Doch wie können Serien handeln? Sind es nicht vielmehr die Menschen, die Serien produzieren und konsumieren, die Kultur machen? Nun, natürlich sind es Menschen, die das Drehbuch für einen Tatort schreiben, Schauspieler rekrutieren, Figuren spielen, den Fernseher einschalten oder zum Public Viewing gehen. Trotzdem würde es zu kurz greifen, eine Serie als reines Produkt menschlicher Akteure zu verstehen. Denn es ist die Dynamik populären seriellen Erzählens selbst, die Menschen zu diesen Handlungen animiert und diese überhaupt erst möglich macht. Ich zitiere aus einem gemeinsamen Aufsatz mit Frank Killeter: Wir müssen uns fragen, wie populäre Serien in modernen Mediengesellschaften soziale Identitäten mobilisieren, und zwar ohne direkte autoriale oder institutionelle Steuerung. Im Feld populärer
Produktionen und Rezeptionen gibt es offensichtlich kein Central Management, also keine Kulturindustrie, die alles steuert. Für eine Theorie populärer Serialität bietet es sich deshalb an, von der Vorstellung hauptverantwortlicher Intentionen und Akteursgruppen abzurücken. Und man kann dies tun, indem man die Vorstellung einer personalen, ökonomisch oder medialen Zentralagentur durch die Vorstellung eines entwicklungsfähigen Netzwerks aus agierenden Personen, Formen und Medien, menschlichen narrativen und apparativen Akteuren ersetzt, das seinen Beteiligten Rollen anbietet und Intentionen zur Verfügung stellt. Das mag nun zunächst reichlich abstrakt klingen. Lassen Sie mich diese Überlegungen mit Blick auf den Tatort konkretisieren und dann die zweite Serie aus meinem Vortragstitel Die Simpsons ins Spiel bringen. Der Tatort gilt weithin als das letzte kollektive Erlebnis, das die bundesrepublikanische Gesellschaft regelmäßig erreicht. Das bereits angesprochene Titelspiegelbild und der dazugehörende Artikel von Alexander Kühn vertreten genau diese Auffassung. So fragt Kühn, ob der hohen Einschaltquoten der ARD-Reihe rhetorisch, hat der Erfolg damit zu tun, dass der Tatort in Zeiten von YouTube und Internet-TV das letzte Fernseherlebnis ist, mit dem gesellschaftlicher Konsens herzustellen ist? Soweit so gut. Doch wie mobilisiert der Tatort genau soziale Identitäten? Wie stellt er den Beteiligten Rollen und Intentionen zur Verfügung? In der Aufmachung des Spiegelartikels klingt die Antwort bereits an. Die Tatortrepublik und wir Couchkommissare sind Schlagworte, die verdeutlichen, welche Identitäten der Tatort anbietet. Bürgerliche Teilhabe an der Herstellung eines deutschen Gemeinschaftsgefühls, Teilnahme an televisuell vermittelten Prozessen nationaler Selbstbeobachtung und der Verhandlung gesellschaftlicher Konflikte. Man schaut den Tatort nicht einfach nur zur individuellen oder familiären Unterhaltung, man tut es, weil es viele andere auch tun. Und nicht einfach irgendwelche anderen, sondern Mitbürger der Tatortrepublik. Die kulturelle Funktion des Tatort beschränkt sich also nicht auf den Inhalt einer bestimmten Sendung und auch nicht auf die gesammelten Inhalte aller Folgen. Seine Handlungsmacht entfaltet sich auch über das Netzwerk aus um ihn herum und durch ihn agierenden Personen, Formen und Medien. Zu diesem Netzwerk gehören unter anderem die Zuschauer, die sich in die Rolle von Twitter-Kritikern oder Online-Kommentatoren begeben. Denn auch wenn wir es bei dieser Art von Kritik und Kommentar mit öffentlichen Handlungen zu tun haben, die einzelnen Intentionen folgen, werden sie durch das serielle Format des Tatort erst angestoßen. Einzelne Intentionen werden demnach erst durch ein Gefühl der Teilhabe und der gemeinsamen Konstruktion von Kultur und Gesellschaft möglich und durch den Wunsch auf Mitgestaltung am Gemeinschaftsprojekt Tatort genährt. Ein weiterer Akteur in diesem Netzwerk ist neben Fernsehredakteuren, Drehbuchautoren, Regisseuren, Schauspielern, Kameraleuten und den bereits genannten Zuschauern auch die moderne Medienberichterstattung über den Tatort. Keiner dieser Akteure kann alleine bestimmen, welchen kulturellen Status der Tatort innehat und wie sich seine Zukunft gestalten wird. Der Spiegelartikel beschreibt das Phänomen Tatort nicht einfach, er ist Bestandteil dieses Phänomens. Wir haben es nämlich mit einer Verschränkung von Serienerzählung und den Diskursen über diese Serie zu tun, die allen beteiligten Akteuren bewusst ist und die den Fortgang der Serie beeinflusst. Dies ist gerade in Zeiten digitaler Kommunikationsformen bedeutsam, weil es Printmedien wie dem Spiegel erlaubt, ihre Online-Berichterstattung mit Hintergrundberichten im Heft zu kombinieren und sich selbst dabei als Akteur im Medienwandel zu inszenieren. So werden die freitäglichen Vorberichte und montäglichen Kritiken auf Spiegel Online zum Gegenstand der Analyse im Magazin. Sie tragen zur andauernden Popularisierung eines Fernsehphänomens im digitalen Zeitalter bei, das der Artikel von Alexander Kühn dann gewinnbringend untersucht. Vor dem Hintergrund gestiegener Verbreitungs- und Weiterverwendungsmöglichkeiten von populären Medien im Internet liegt es durchaus nahe, dass der Spiegelartikel den Schutz der Marke Tatort und die urheberrechtliche Kontrolle über Nutzung von Namen und Logo des Tatort thematisiert. So wird erwähnt, dass sich Gaststätten nicht offiziell Tatortkneipen nennen dürfen und dass die Verwendung des Fadenkreuz-Logos nur in bestimmten Fällen und unter strengen Auflagen erlaubt ist. Dass genau dieses Logo aber das Titelbild des Spiegels ziert, verdeutlicht, wie eng die Rückkopplungseffekte zwischen ARD als öffentlich-rechtlicher Sendeanstalt und dem Spiegel als Vertreter der meinungsführenden Presse sind. Der Artikel selbst thematisiert diese Rückkopplungseffekte nicht, genauso wenig wie einzelne Tatortfolgen nur sehr selten über ihren eigenen Status als populäres Serienformat reflektieren. Damit unterscheidet sich der Tatort ganz grundsätzlich von der amerikanischen Zeichentrickserie The Simpsons, die seit 1998 auf dem TV-Sender Fox ausgestrahlt wird und sich auch in Deutschland größter Beliebtheit erfreut. Das mag zum einen daran liegen, dass sich Konsens in den USA aufgrund der extrem heterogenen Gesellschaftsstruktur dieser Nation noch weitaus schwerer als in Deutschland herstellen lässt.
was gleichzeitig bedeutet, dass Serien in den USA besonders große Integrationsfunktionen übernehmen müssen und dies auch regelmäßig tun. Zum anderen mag es auch daran liegen, dass sich der Tatort bis heute an ein eng gefasstes Erzählkonzept von Aufklärung, Realismus, Aktualität, Alltäglichkeit und Regionalität hält und unter den besonderen Bedingungen des öffentlich-rechtlichen Kulturauftrags produziert wird. Und ich zitiere das, diese Phrasen aus der Studie Föderalismus in Serie von Hisnauer, Scherer und Stockinger. Die Simpsons verstehen sich dagegen als Fernsehserie, die sich konsequent über etablierte Erzählkonzepte und Kulturaufträge amüsiert und aus der satirischen Auseinandersetzung mit kollektiven Identitätsentwürfen oder den Mythen der Gesellschaft, wie es die Medienwissenschaftler Michael Grotheser, Thomas Klein und Andreas Rauscher nennen, ihre Bedeutung zieht. Und nicht nur das. Die Simpsons nehmen seit einem Vierteljahrhundert sowohl die amerikanische Gesellschaft als auch die amerikanische Populärkultur inklusive ihrer seriellen Erzählformen und Verfahren ins Visier. So greift die Episode Who Shot Mr. Burns, wer erschoss Mr. Burns, von 1995 das seriendramaturgische Mittel des Cliffhangers auf, indem sie die berühmte Dallas-Episode A House Divided parodiert. In dieser letzten Episode vor der Sommerpause schoss ein unbekannter Täter auf die Hauptfigur J.R. Ewing, eine Tat, die Zuschauer monatelang über die Identität des Täters spekulieren ließ. In der Simpsons-Version wird Mr. Burns, der Besitzer des örtlichen Atomkraftwerks, von einem unbekannten Täter angeschossen. Während sich der Nachhall der Dallas-Folge vor allem auf das Rätselraten über den Mörder oder den vermeintlichen Mörder auf Fernsehen und Printmedien beschränkte, nutzten die Simpsons neben einer Telefonhotline auch das Internet, um die kollektive Intelligenz der Zuschauer zur Rekonstruktion des Tathergangs zu mobilisieren. Und wer den Mörder erriet, konnte einen Preis gewinnen. Also da hat sich das Couch-Kommissartum hätte sich dann auch gelohnt. Dabei verkörpert die Simpsons-Nacherzählung eine ganze Reihe von seriellen Dynamiken, die ich Ihnen heute vorgestellt habe und die ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen werde. Sie modernisiert eine frühere populäre Seriengeschichte, indem sie auf neue Weise nacherzählt. Das heißt, indem sie Bekanntes, in diesem Fall Dallas, noch einmal, aber in der Form eines parodistischen Remake als Zeichentrickserie anders erzählt. Sie animiert ihre Zuschauer, sich mit Hilfe ihrer neuer Medientechnologien in die Serienrezeption einzuschalten, mitzurätseln und dabei öffentliche Anschlusskommunikation über Inhalt und Machart der Serie zu produzieren. Und durch ihre variierte Nacherzählung der Dallas-Folge kommentiert die Simpsons-Episode auch ihre eigene Rolle als kommerzielle populäre Serie innerhalb der amerikanischen Fernsehgeschichte, also das anfangs genannte Selbstbewusstsein von Serien über ihren eigenen Status als populäre Serien kommt hier zum Tragen. Damit unterscheiden sich die Simpsons durchaus deutlich vom Tatort und erinnern uns vielleicht auch daran, dass wir bei aller Betonung transnationaler Medienkonglomerate und umfassender Globalisierungstendenzen auch kulturspezifische Spielarten des Seriellen nicht aus dem Auge verlieren sollten. Dennoch ist zu beobachten, dass sich auch der Tatort hier und da von den Bestrebungen amerikanischer Fernsehsendungen inspirieren lässt. Vielleicht erinnern Sie sich an den Ludwigshafener Tatort Plus des SWR, Der Wald steht schwarz und schweiget, vom 13. Mai 2012. Der Film endete mit einem ungelösten Fall, an dessen Aufklärung sich die Zuschauer direkt im Anschluss an die Folge in einem Online-Spiel machen konnten. Insgesamt nahmen laut ARD knapp 110.000 Spieler teil, von denen ca. 20.000 den Fall lösen konnten. Ob sich durch interaktive Formate beim Tatort durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Dennoch lässt sich an diesem Experiment bereits ablesen, dass sich auch der Tatort vor dem gegenwärtigen Medienwandel nicht verschließen kann. Fans des Formats können dennoch beruhigt sein, denn Serienerzählungen gehören zu den flexibelsten und wandelbarsten Kreaturen, die Populärkultur hervorgebracht hat. So sollte es auch dem Tatort möglich sein, sich für die nächste Generation noch einmal zu erfinden, ohne sein vertrautes Gesicht zu verlieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.